So, ein wunderschön. Ja. Back to Extermination Day. Ja, perfekt. Ein bisschen größer machen hier alles. Kurz mal ein bisschen größer. So. And let's walk. Gut. Was? Achso. Conti. Ach ja, das war das Level, wo es am Anfang hier draußen so stockert. Ja, 10 Bilder pro Sekunde, das geht. Ach, sieht schon besser aus. Gut. Klatschnappe brauche ich hier nicht. Wow. Ach, oh, Kacke. Ach, oh, meine Fresse. Oh. Ach, la, du oh, Kacke. Gut, so viel zu dem Thema. Ein bisschen nicht ausschalten, vielleicht geht es immer schon besser. So, damit ich nicht immer in dieser Stockzone aufwache. Gut, ja. Wie am dümmsten. Ja. Fuck, wo ist denn der? Oh, hier schaut er bereits. Über nicht hin. Ach, Mann, Alter. Und ich da noch genau rein. Na, ist Fehler. Gut. Ach Gott. Oh, Megan. Gut. Ah, das sieht schon besser aus. Ja. Alter. Dann ist der andere. So, okay. Kommt jetzt oder kommt er nicht? Kakodemon hier würde ich gerne noch ein bisschen beseitigen.
Sonst kommt er garantiert in einem Moment, wo ich am wenigsten gebrauchen kann. Oh, da ist er ja. Gut, mal rein, komm mal her. So. Gut. Die erste Welle hätten wir schon mal geschafft. Wieso kann ich dich nicht aufnehmen? Geht doch. Der Weltmann hat gerade geschossen. Ach da. Hat die überlebt? Arschloch. Oh. Digga, wer schießt denn hier noch? Arschloch. Oh. Das. Oh, gut. Von der anderen Seite kommt keine, das ist schon mal sehr gut. Also, wie viele sind denn hier? Noch mehr? Nö. Gut. Okay. Gut. Sound. Velo City. Kommt wohl aus Venezuela. Okay. Das war mal nice. Okay. So. Da war das, wo der Typ da durchschießt, oder? Ja. Das Problem ist nur, ich sehe da nicht, wann. Ach, oh, doch, ich habe irgendwie um die Anzeige. Toll. Noch einmal treffen. Wow, ernsthaft jetzt? Er überlebt mit 6 Punkten. Hä? Wo ist denn jetzt hin? Hä? Hallo? Ist er jetzt tot? Der hat doch noch 6 Punkte. Verstehe ich nicht. Na gut. Muss man aber nicht. Danke. Gut, Kettensäge haben wir bereits. Raketen können wir einmal mitnehmen. Mittleren zumindest. Wow. Gut, 5 noch immer noch genau 2. Nutzt also nicht. Noch nicht. So, kommen wir hier schon raus? Ja, kommen wir. Ach du Kacke. Ah, kommt mal her, ihr scheiß Revenants. Wow. Ah. Oh, Alter. Ach ja. Nein, nein. Antreiben, Goldmesser. Da hinten ist nur noch ein Revenant. Interessant. Ja doch. Gut. Der da wird mir noch nicht gefährlich. Sehr interessant. Perfekt. Beide weg? Nee, doch nicht. Arschloch, komm mal her. Was macht der da?
Ich versuche mal zu ihm hinzulaufen, ohne dass er mich trifft, wenn es geht. Oha. Oha. Ach, der kriecht da rum. Hat er Vergleich. Gut. Dann würde ich mal sagen, versuchst du erst den da wegzuräumen. Der hat bitte jetzt auch nur noch rum. Wow. Ja. Perfekt. So, hier hinten war noch ein Imp. Oh, da ist noch ein Kakodemon. Ach, da oben war der Imp. Nein. Och Mann, Alter. Ach, leckt mich doch alle am Arsch hier. Komm her, du Kakodemon. Oh nein, nicht schon wieder rein. Alter, das gibt's doch gar nicht. Oh, Alter. Ja. So. Gut, den hätten wir auch. Jetzt kommt der Imp da oben dran. Wobei, da macht sich die wahrscheinlich besser. Gut. Jetzt kommt diese Kakodemon da dran. Noch mehr Kakodemon hier irgendwo? Ich hoffe mal nicht. Jetzt noch einer. Ich vermute, ich komme an den Revenant gar nicht in Angriff ran, um dir noch den Rest zu geben. Von daher versuche ich mal Fernangriff. Oh. Ah, doch, geht. Gut. Halten wir. Doch, kann ich mitnehmen. So, hier noch ein Gegner. Na komm. Oh, ich bin voll. Das ist ja mal eine nette Information. So. Wo denn? Da. Noch einer? Nein. Ich habe blau-schwarze Fußtröpfchen. Oh, falsche Taste? Wollte ich gar nicht. Ich wollte Ecke dran zoomen. Blau-schwarzes Blut. Interessant. Leute! Achte doch mal ein bisschen auf meine Gefühle. So, das war glaube ich der Ort, wo ich hier rennen muss, ne? Also erst den blauen Schädel holen. Und jetzt
kommt gar kein Gegner. Wir waren früher so, dass wenn in dem Moment, wo man die blauen Schädel da einsammelt, sich ganz viele Gegner kommen und man deswegen da zu dem hinten hinrennen muss. Aber irgendwie kommen da gar keine Gegner. Na gut. Hä? Wieso kriege ich hier auf dem Stein bitte schon Schaden? Das macht so überhaupt keinen Sinn. Na gut. Lange Rede gar keinen Sinn. Geht halt doch ins Ziel. Scheiße, wollte ich gerade nicht. Egal. Achso, jetzt bin ich wieder hier vorne. Oh, hallo. Andererseits könnte ich ihm auch... Oh. Ach, du Kacke. Gebe ich dir doch hier mit den Rest. Dankeschön. So, sind hier noch mehr? Nein. Aber kann man hier hoch? Nein. Offensichtlich nicht. Oh, ungünstigen Speicherzeitpunkt gewählt. Ach, von da. Gott. Da sind wieder so viele hier. Oh, nein. Noch mehr? Ja, klar. Lost Souls, Alter. Ja. Die dem mich ankotzen, ihren... Ja, was auch immer die eigentlich machen. Wow. Ist da hier noch? Ah, mach schon mal eine an. Mich hat die grüne Fackel so irritiert. Und zwar zu Recht. Gut, dann versuche ich mal Anlauf zu nehmen. Nicht, dass ich da in die Lava springe. Flonimo! Wow, geht gar nicht auf. Hä? Seit wann kann man wirklich an dem Feuer hängen bleiben? Das macht so überhaupt keinen Sinn, dass das schon fast peinlich ist. Gut, hier ging es nicht weiter, genau. Gut. Hier war noch zu. Klicken kann man ja auch nicht. Okay. Dann gehe ich mal langsam in Richtung Hauptraum. Also Empfangsbereich, wie auch immer man das nennen mag. Klappe. Nee, die lasse ich mal am Leben. Schade. Die halten die Atmosphäre am Laufen. Solange eine Atmosphäre laufen kann, fällt mir gerade ein. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das auch noch ein bisschen. Könnte ich noch nicht gebrauchen, aber die hier kann ich gebrauchen. Wow. Komm her. Oha. Mann, ich wollte die Kette umhängen. Arschloch. Oh. So. Konnte zwar die Fessel leider nicht mitnutzen, aber gut. Rumstehende Fässer machen mich immer nervös. Von daher räume ich sie mal lieber weg. Aha, hier bin ich jetzt. Okay. Oh. Hat er mich eiskalt getroffen, hatte ich glaube so. Oh, danke. Das stimmt doch mal. Hä? Mach ich hier gerade irgendwas falsch? Äh.
Verstehe ich gerade nicht. Normalerweise verschwindet der Körper irgendwann und zerflattert halt in ganz viele kleine Einzelteile. Aber irgendwie. Och nö. Scheiße, das habe ich gar nicht gespeichert. Na gut, habe ich wenigstens mal die zweite Chance bei dem Cyberdemon hier. Och Mann, Alter, und wurde schon wieder getroffen. Arschloch. Hör auf zu schreien. Umbringen kann ich dich leider nicht. Die Gnade wird dir nicht gewährt. Wobei, ruhig ist er jetzt. Na gut. Oh, ah. Aha. Ein bisschen Munition. Da ist es dunkel. Wow. Warum können Tote nicht einfach sterben? Weiß ich hier schon, ne? Oh ne. Das hier ist noch ein ungesicherter Bereich. Wow. Oh, wow. Fuck. Das da. Noch eine? Nein, sieht nicht so aus. So, dann räume ich mal jetzt die Imps ab. Warum sind denn so viele? Gut, wisst ihr was? Wow. Warum habe ich jetzt schon wieder Schaden bekommen von der Rakete? Ich war doch gar nicht hinten an der Wand dran. Weil normalerweise kann ich so, dass wenn man mit dem Rücken zur Wand steht und man dann die Rakete abschießt, man praktisch Schaden bekommt, weil praktisch dieser Rückstoßfeuer einem selber verbrennt. Aber ich stand gerade hier vorne an der Wand. Da dürfte sowas eigentlich nicht passieren. So, den da hinten komme ich am besten ab, wenn ich unten bin. Ich mache erstmal hier oben Klasche. Und ich höre noch ein paar Pinky. Wow. Fuck. Hallo. Das war armselig. Das war echt armselig. Und da sind mindestens... Oh, drei. Gut, drei von den Viechern sogar. Dann sollte ich vielleicht doch mal hiermit anfangen. Oh, drei habe ich noch? Oder? Keine Ahnung. So. Gut, dann kommen jetzt die beiden ran. Nummer 1 und Nummer 2. Gut, wo ist der Pinky? Da. Ach komm, ja. Ich mach's mal einfach. Muss ich zwar wieder hier lang laufen, aber gut. Oh! Einmal brauche ich aber gerade gar nicht. Dafür gucke ich mich mal hier um. Nö. Dachte, ich kriege noch ein bisschen Schrotmunition. Aber scheinbar doch nicht. Hier noch was? Nein, ne? Oh, ja gut, die wollte ich jetzt eigentlich nicht aufsammeln. Ach man, ey. Go, dann geht's jetzt hier rein. Hier macht sich das sogar vorteilhaft, weil hier dann wieder diese ganzen Feuer spucken. Fischerzone? Ja. Und, ja gut. Hä? Hör ich eine Spinne? Oh ja, hier sind doch Spinnen bei. Also eine höre ich auf jeden Fall. Hab auf diese Feuerdinger so überhaupt keine Lust.
Wow. Ich glaube, ich versuche es mal mit denen hier. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Oh, schon weg. Hm. Ah, von denen habe ich schon ganz schön viel verbraucht. Egal, ich kann ich noch einsetzen. Fuck. Jetzt mal schön annehmen. Ah, ist also auch scheiße. Was nehme ich denn dann? Ach so, warum klappt bei den hier? Wow! Das war sehr effektiv. Da hinten haben wir die Spinne. Leppe von der blöde Spinne. Was ist hier denn nicht mit den beiden? Ach, das sind die, die hier unten rumgelaufen sind. Ist ja interessant. Oh, was war das denn gerade? A Box of Rockets. Ah, lol, da hinten auch. Cool, kann ich ja doch paar Raketen benutzen. Lohnt sich allerdings bei der Spinne gar nicht. Die kriegen wir auch so schon relativ leicht besiegt. Ich muss die nur von ihrem Podest runterholen und das geht am einfachsten hier rüber. Oder? Ja. Wow, oder auch nicht. Bitte geh hoch, danke. Wow, scheiße. Jawohl. Weil Spinnen sind zum Glück nicht so stark. Die sind zwar stark, wenn sie selber einen angreifen können. Man kann sie aber auch sehr leicht besiegen, weil sie sehr wenig Verteidigungspunkte haben. Und gerade mit der doppelläufigen, halt wie gesagt, zwei Schüsse, zwei gut sitzende Schüsse, beziehungsweise ein nicht ganz so, drei nicht ganz so gute und reichen quasi schon komplett aus, um die Viecher zu erlegen. Ob bei den anderen Dingern noch was drin ist, was sich lohnt? Ich versuche mal rüber zu springen. Geronimo, wow. Der Sprung war glorreich verkackt. Geronimo! Ah, komme ich nicht rüber. Na gut. Dann hoffe ich mal, dass es da nichts Spannendes gibt. Ja. Das Ding können wir jetzt gleich mitnehmen. Wow. Ah, hat genau gereicht. Ha. Dich brauchen. Ne, brauchen wir nicht. So, jetzt gehen wir hier weiter. Ja, genau. Doch. Oha. Oha. Alter, wieso konnte der mich schon kratzen? Der war doch noch gar nicht bei mir. Manchmal verstehe ich diese Pinkies nicht. Wow. Oh, nein! Komm her, du Arschgeburt! Hier ist auch nochmal schön Munition. Sehr schön. Halt mal auf, hier rumzuschreien. Ich komme natürlich nicht ran. Bin ich voll? Gut, heißt also von den Raketen haben wir mindestens noch 7 Packungen hier im Haus rumzufliegen. Das heißt also, da kann ich noch ein bisschen was benutzen. Boah, ja, aber ohne welche rumfliegen. Mistgeburt. Gleich zwei Mistgeburten hier.
Gott, da haben wir noch ganz schön viel. Alter, also Raketen haben wir doch wesentlich mehr als ich dachte. Wow. Gut, erstmal dich hier. Und dann dich. Noch mehr? Hallo? Danke. Danke. Oha. Alter, selbst das Licht geht halt schon extrem zum Stocken, das verstehe ich mich nicht. Oh ja. Was? Wo denn? Na komm. Jawoll. Wow. War lauter als ich dachte. Was? Ah, Kacke. Scheiße. Dass die Gänge hier immer so lang sind und so weitläufig. Kann man gar nicht wegrennen. Hier war gerade noch einer, oder? Wo ist der jetzt hin? Ah. Ah, auf den Räumen freue ich mich jetzt schon. Danke. Hör auf zu heulen. Ah, okay, also heißt also, man muss sie doch abschießen. Also, man kann sie abschießen. Nur die Körper verschwinden nicht, weil ich habe irgendwie mit sowas hier gerechnet. Ja, dass sie dann hier zu Boden stürzen und dann halt so am Boden verrecken. Aber irgendwie bleiben die hier doch hängen. Aber sie haben halt zumindest auf, sich zu bewegen und rumzuschreien. Von daher, nicht so wie die hier. Ach komm, das nicht. Da, die fallen richtig zu Boden. Haben wir den auch was bekommen? Ach ja. Also ich sehe hier. Hier, die splashen richtig. Und genau das dachte ich halt bei denen hier auch. Machen sie aber nicht. Echt irritierend, ey. Da hätten wir ruhig ein bisschen konsequenter sein können. Und entweder alle oder gar keiner. So, roten Schlüssel haben wir. Ich kann also jetzt hier rein. Genau. Ich gucke aber erstmal hier rein. Was das hier ist. Ach, das ist der davon, wo wir kamen. Okay, gut. Haben wir noch irgendwas ausgelassen? Oh, du meine Fresse. Wow. Ja, das war dumm. Das war sogar sehr dumm. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich muss die einzeln ausschalten. Geht nur schlecht, wenn die da so. Ah, nee. Das wird nichts. Da muss ich wirklich... Ach komm, wir nehmen hier gleich mal richtig. Richtig arges Werkzeug. Ja, kommt her, ihr Bitches, Alter. Wow, was? Oh, ich habe nur 60 Leben. 66. Ah, super. Wow. Ah, das mit dem Nachhinein dauert einfach zu lange. Gut. Also doch Einzelabfertigung. Oh, wow. Oh, Alter. Alter, ich hab noch 36 Leben. Ist doch ein Witz. Boah, einer ist hinter mir. Das überlebe ich nicht. Fuck, Alter, was soll ich denn hier machen? Gut, okay, also erstmal die hier. So, und jetzt, sobald die erste Welle vorbei ist, wechsle ich auf die hier. Ah, wird auch nichts. Aber wobei, sieht schon besser aus als davor.
Aua, Alter, hinter mir. Ah, ist doch alles hier verkackte Kacke. Danke. So, ist doch... Oh, nö, Mann, ich bin tot. Ach, Mann, Alter. Oh. Ernsthaft jetzt? Soll doch ein schlechter Scherz sein hier. Ah, gut, also erstmal Bulli sammeln. Danke. Ist das ein Dreck? Oh, danke. Ah, geht's hier rauf? Da geht's rauf. Gab's hier was? Ja. Wieso mache ich Schrittgeräusche, obwohl ich gar nicht laufe? Achso, das war dumm. Hier muss ich lang. Oh, Alter. Beweg deinen Arsch. Nee, brauche ich nicht. Ist alles voll. Also, wir haben auf jeden Fall ganz schön viele Raketen hier noch rumfliegen und wir haben noch mindestens 100 Plasma. Das heißt also, wir können da drinnen richtig Dampf ablassen. Oh. Wow. Auch wenn ich jetzt gerade die gesamte Plasma verschwende. Der ist auch explodiert. Ich verstehe es nicht. Oh. Ach, fuck. Ganzes Magazin verhauen, leck mich doch. Ganzes Magazin verschwendet, Alter. Gibt's doch gar nicht. So viel Dummheit tut doch weh. So, das hier brauche ich. Ansonsten brauche ich von hier auch von dem Tisch erstmal nichts. Also ist erstmal alles da. Hier geht's rein. Genau. Was ist ein schicker Raum? So, wofür auch immer der Schalter nochmal war? Ich habe keine Ahnung. Mit ganz viel Glück für eine. Nein! Oh. Hä? Wie das nicht gerade wieder voll ist? Hä? Was ist das? Da komm ich auf. So, hat jetzt eine von den Geheimtüren geöffnet. Wo waren die überhaupt? Da hinten war eine. Hier war eine. Ah ja, die ist offen. Wow. So, dann, Hä? Ach, hier unten ist er. Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Der war doch hinter der... Wie kann er mich, wenn er hinter der Wand steht, treffen? Alter, leckt mich einfach mal. Och, Mann, Alter. Also langsam ist das hier echt nochmal zu blöd. So. Jetzt gibt's Krieg. So. Hätten wir. Arschlöcher. Der einfach durch die Wand hindurch abzuschießen.
Oh! Ah, hier sind wir hier. Interessant. Gut, Megasphäre. Merken. Oh. Hä? Ey, ich wollte die haben. Achso, wir sind ja eh schon voll. Egal. So. Aha. Gut, das heißt also, der einzige Raum, den wir jetzt noch haben, ist der Raum, wo man jetzt ist. Der mit dem großen Saal. Da. Gut. Also, wir können Raketen benutzen. Und ja, hauptsächlich Raketen. Ich hoffe mal, der Raum ist hier geeignet für Raketen. Man weiß es nicht. Achso. Stimmt, der ist schon mal das Ding hier. Oh. Davon haben wir auch einiges. Hier haben wir auch noch Munition. Oh, die Affen kommen ja schon. Was ist das denn? Alter. Hilfe. Ey, kommen ja schon alle. Fuck. Hä? Oh Mann. Wow, ich dachte, die kommen erst, wenn man den gelben Schiffel da, den gelben Skulp da nimmt. Aber irgendwie kommen die doch schon früher. Ah, toll, manuell, da kann man die Tür natürlich nicht öffnen. Leck mich doch hart in die Eier. So, wir müssen einfach nur ein bisschen hier jetzt schön. Schön in die Eier schaukeln. Danke. Please let me alone. Danke. Wow. Oh, na dann, kommt mal her. Okay, dann also. Ah, man ist jetzt einmal kann ich doch einsetzen. Nein, das wollte ich nicht. Fuck. Aua. Die tun ganz schön weh. Ach Mann, ey, das ist doch. Alter, also langsam gehen die mir hier echt hart auf den Sack. Bitches, oh wow. 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 Autsch, Autsch. Geht der ganz schön ab? Alter, wie viel sind denn das? Alter, meine Fresse, wird nichts. Kann ich direkt vergessen. Alter, wir haben nur 2% Leben, ernsthaft? Das war ja scheiß Ernst? Das wird nie im Leben was. Ich meine, ich bin jetzt kein Hellseher, aber dass das nichts wird, das sieht man doch. Oh Gott, vor allem sind hier überall noch Gegner verstecken. Oh! Hab ich irgendwas gesagt und das wird nichts? Ich speichere trotzdem mal. Oh fuck, Alter. Oh fuck, was hab ich mich hier eingelassen? Das gibt's doch ja nicht. Wow. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Danke. Das wird doch nichts.
Alter, leben immer noch so viele. Uah. Nur nicht treffen lassen. Wow. Ach, Leute, ihr seid doch alle krank. Kriegt er weg zu viel, ja. Wo ist denn jetzt? Wo war noch Kakodiemann? Weiter? Ach da. Arschloch. Danke dafür. So, okay. Und noch ein paar Raketen einwerfen. Das soll gesund sein und den Kreislauf in Schwung bringen. Alter. Na, erstmal alle anlocken, damit die alle schön zentral sind. Dann wirken die Raketen schon gleich viel besser. Haben wir hier einfach drauf. Und nochmal ein bisschen hier mit nachhelfen. Ich höre hinter mir noch welche. Uah, nein, 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 nicht festhängen. Gut. Okay. Ich glaube, das haben wir soweit gut geschafft. Da haben wir noch welche. Gut, dann kommt jetzt manuelle Einzelverkloppung. Wow, jetzt zum Ende kommt das Ding. Wollt ihr mich verarschen? Hättet ihr wohl schon mal ein bisschen früher droppen können? Ihr Bitches. Hätten sie echt schon ein bisschen früher droppen lassen können. Ach, leckt mich doch. Fett an die Plattenteller. Dankeschön. Gut, okay, das sieht schon mal relativ gut aus, munitionstechnisch. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, das war's erstmal. Das Ding da lasse ich erstmal liegen, weil, ja, jetzt haben wir keine Gegner mehr. Können wir das jetzt gut und gerne sein lassen, also, ja. Dann gehen wir jetzt mal hier raus. Und hier müssen wir aufpassen, weil dieser komische Bug war, dass dieser Mechanismus hier nur ein einziges Mal funktioniert. So. Ach so, ja eben, wenn nur einmal funktioniert, da komme ich jetzt an diese rote Kugel da gar nicht mehr ran. Ach, leck mich doch. Ah, die rote Kugel hat es jetzt echt gebracht. Wow, bin begeistert. Also ernsthaft jetzt. So, wir haben nichtsdestotrotz die gelbe Karte, also wir können jetzt hier hin. Gut, ich gucke erstmal, wie viele Raketen wir noch hier rumliegen haben, weil da kommen auch noch ein paar starke Gegner. Soweit ich mich erinnern kann. Können wir mal ganz kurz gucken, wie viele Raketen wir nämlich noch über haben. Und dann anhand dessen gucken, wie verschwenderisch wir sein können. Da? Nee, da. Ich glaube, so viele Raketen haben wir gar nicht mehr über. Oh. Ja doch. Alter, schreit nicht so. Ach so, Gott, jetzt stimmt, da wären wir hier noch ganz viele. Okay. Dann haben wir doch noch reichlich, weil wir haben hier noch mindestens ein. Haben wir auf der anderen Seite auch noch mindestens vier Packungen, dürften das sein, oder? Oh ne, haben wir gar keine. Gut, okay, haben wir also doch nicht mehr so viele Raketen. Na gut. Halt also für eine Runde aufs Maul hauen reizt noch, aber das war's dann auch schon.
Wo ist jetzt der Ausgang? Achso, hier lang. Tada. So. Ach ja, stimmt, ja, die Dinger kommen wir auch nicht mehr ran. Ach Gott, warum kann man die Tür nur einmal öffnen? Oha. Leck mich fett an die Pappe lang. Wow. Leute, bitte keine Gewalt. So, noch den hier. Und dann haben wir es geschafft. Gut. Oh, haben wir gerade gebackene Zigaretten, sag ich schon. Hier, die haben sie eingesendet. So, wollen wir nochmal gucken, ob ich jetzt hier nochmal rein kann. Und dann noch wieder rauskomme. Als andere nehme ich ein bisschen Brötchen. Weil letztens ging es ja nicht. Die Frage ist nur, ob es daran liegt, dass wir letztens keinen Brudelboom hatten. Oder ob es allgemein nicht geht. Aber wahrscheinlich geht es allgemein nicht. Doch, jetzt geht's. Gut, dann scheint also doch daran zu liegen, dass es mit Doom for Doom nicht funktioniert. Die Tür dort. Gut, nichtsdestotrotz haben wir immer noch ein ganz schön Defizit an, an der Gewehrmunition, also hier, das da. Versuche ich noch mal ein bisschen was zu finden. Und wir müssen uns die Megas hier holen. Die auf jeden Fall. Nein, das ist nicht der Ort, wo ich hin möchte. Allerdings gibt es hier auch was. Denn das war noch eine Packung, oder? Nee, doch nicht. Das ist Bullshit. Das ist natürlich tragisch. Alter, lass mich doch raus hier. Das ist natürlich tragisch. Ach ja, hier nach links ging es ja auch noch. Hier draußen ist aber immer so eine Stockerpartie. Wow. Komme ich doch gar nicht hin. Cool, dann gucke ich nochmal, ob hier irgendwie Munition liegt. Aha. Nicht allzu viel. Aber es ist ja für einen guten Zweck, von daher. Na gut. Dann holen wir uns mal die Megas hier, wo immer die jetzt nochmal war. Ach ja. Ich glaube, ich weiß wo. Und zwar da, wo wir gerade waren. Hier. Da muss ich jetzt nach da. Dankeschön. Alles auf 200, das ist gut. Gehen wir nochmal in die Richtung hier. Nur zwecks zu gucken, ob wir hier nochmal Schaftmunition haben. Aber soweit ich das weiß, hatten wir hier keine Schaftmunition mehr. Ja, genau, hier waren nur Raketen. Na gut. Dann gehen wir jetzt Richtung Ausgang. Wo immer der ist. Da. Oh! Oha! Ach du Kacke!
Na, leck mich doch am Arsch. Gut, den locke ich einfach raus. Kein Bock, mich jetzt mit dem anzulegen. Der ist mir einfach nur noch zu blöd. Oh! Der holt sich ja Freunde. Warum tut er das? Oh Gott, jetzt ist noch einer. Hilfe! Das war knapp. Das war sogar sehr knapp. 170, 200 FPS, Digga, das hätte ich gerne öfters. Was kommt jetzt? Solange wir mit LAN brauchen, kommt gerade etwas Großes. Gut. Werden wir beim nächsten Mal dann sehen, was jetzt kommt. Gut. Das war's wieder hierzu. Von daher, Ciao mit V.